war viel, viel Arbeit, viel Stress, viele Nachtschichten. Aber ich glaube, wenn wir dort ankommen und wenn das erste Spiel gespielt ist, dann werden wir wissen, wofür wir es gemacht haben und dann werden wir wissen, dass es gelohnt hat. Ich bin pumped up, ja. Ich freue mich tierisch drauf. Es wird eine gute Zeit. Bei den Scouting-Maßnahmen haben wir uns angeschaut, was für Spiele haben wir, da es eigentlich keinen wirklichen Vergleich deutschlandweit gibt. Du siehst die einzelnen Mannschaften, die in unterschiedlichen Ligen spielen, aber du hast keinen richtigen Vergleich gehabt. Und wir haben uns wirklich angeguckt, waren offen für das, was wir bekommen und haben eine sehr starke Offense-Line gefunden, die sehr gut spielt, was oftmals im Frauenfußball ein Riesenproblem ist. Dass wir auf Quarterbacks einige starke haben werden, war klar. Hier sind wir bis zur finalen Entscheidung mit 4 Quarterbacks sogar weitergegangen, weil die alle sehr auf Augenhöhe waren. Ja, von hier aus haben wir ein sehr, sehr starkes Team, deutlich stärker meiner Meinung nach als in den letzten Jahren, einfach weil der Frauenfußball in Deutschland riesig geworden ist im Vergleich zu dem, was vor 7 Jahren das letzte Mal passiert ist. Riesenvorfreude, ich glaube, bei der gesamten Mannschaft. Wir trainieren jetzt zusammen seit März. Das heißt, hatten jetzt ein paar Monate Vorbereitung, konnten uns schon kennenlernen, uns ein bisschen auf unseren Positionen einspielen, freuen uns riesig auf das Turnier. Das ist jetzt die erste Maßnahme seit 7 Jahren, glaube ich. Deswegen sehr große Vorfreude bei der gesamten Mannschaft und ja, können kaum erwarten, dass es morgen losgeht. Und ich bin tierisch aufgeregt. Was wird's, wie wird's und kommen wir gut an in Finnland, man weiß es nicht. Ich freue mich jetzt auch darauf zu sehen, zum einen, wie sich die anderen Mannschaften entwickelt haben, wie wir als Mannschaft mithalten können. Und wir werden arbeiten. Ja, wir werden tatsächlich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr hart arbeiten. Wir werden viele, viele Meetings haben. Unsere Tage sind durchgetaktet von 6.30 Uhr bis 23 Uhr. Wir fahren nicht zum Urlaub. Ja, dafür ist es zu viel Arbeit gewesen. Wir werden keinen Urlaub da machen. Ich will zeigen, dass ich es noch drauf habe in meinen Jahren. Also wenn du die USA an den Weltmeister zu Anfang hast, dann weißt du ganz genau, dass das wird eine Herausforderung. Ja. Wir fahren nicht dahin, um Spiele zu verlieren. Das ist nicht meine Mentalität. Ich gehe immer für ein Championship und ich will immer gewinnen, ja, dass es gegen die USA vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Ja, schauen wir mal.